Hallo, ich bin es, Luisa von Das Bücherregal und heute möchte ich euch Silber, das erste Buch der Träume von Kerstin Gier vorstellen. Und für die heutige Rezi habe ich mich mal richtig reingehangen. Aber irgendwie ist es hier ein kleines bisschen unbequem und zu sonnig. Wir sehen uns gleich wieder. Hi, hier bin ich wieder. Hier ist es auch schon gleich viel besser. Also, wie gerade schon angedeutet, geht es um Silber, das erste Buch der Träume von Kerstin Gier, die auch die Edelstein-Trilogie geschrieben hat und deren erster Teil Rubinrot auch neulich im Kino zu sehen war, möchte ich euch heute vorstellen. Ja, also, kommen wir erstmal zum Inhalt. Olivia Silber ist ein Mädchen, das es gewohnt ist, oft umzuziehen und ihr Herz an nichts und niemanden zu hängen. Doch, als sie nach England kommt, ändert sich das ziemlich. An ihrer neuen Schule gibt es eine mysteriöse Jungenbande, Henry, Arthur, Jasper und ihr neuer Stiefbruder Grayson, die anscheinend merkwürdige Dämonenbeschwörungsrituale zusammen mit der mysteriösen Annabelle durchzuführen scheinen. Und es gibt auch den Tittle-Tattle-Blog, deren Inhaberin Secrecy über alles und jeden Bescheid zu scheinen weiß, aber keiner weiß, wer das Mädchen eigentlich ist. Oder ist es ein Junge? Meine Meinung zu dem Buch? Ich finde das Buch eigentlich ziemlich gut. Es ist ziemlich witzig und zum Ende hin gibt es natürlich auch eine kleine Liebesgeschichte, aber das ist ähnlich wie in Rubinrot zum Beispiel. Ich kann das Buch eigentlich jedem weiterempfehlen und wer die Edelstein-Trilogie gemocht hat, der wird dieses Buch auch lieben. Also ich finde, es ist ein Must-Have und mit 18,99 Euro für 410 ziemlich witzige Seiten ist das Buch auch eigentlich in der gebundenen Ausgabe auch nicht sehr teuer. Ein Lesezeichen ist leider nicht dabei. Aber ich finde, dass das Cover auch schon sehr ansprechend ist. Wie ihr es hier sehen könnt, das Auge steht halt vielleicht meiner Meinung nach für Secrecy. Und die Blumenranken geben dem Ganzen noch sowas Freches. Die Eidechse und hier diese Türen kommen später nochmal vor. Weil Olivia auch merkwürdige Dinge träumt, die sie auch mit den Jungs zusammen träumt. Wo sie Dinge von sich preisgibt, die sie am Tag nie gesagt hat, die Jungs aber trotzdem von ihr wissen. Was hat es also mit diesen Türen auf sich? Ja, ich denke, dieses Buch kriegt von mir einen goldenen Leseengel. Und ich hoffe, dass der eine oder andere von euch dieses Buch auch bei der nächsten Rezi schon im Regal hat. Wir sehen uns am Sonntag wieder. Bis dann!